Servus, lieber Alan. Nach längerer Pause melden wir uns jetzt wieder zurück. Das heißt, im Jahr 2020 haben wir so einiges vor. Wir erwarten uns von euch Vorschläge über Training, Ernährung, Wettkampfvorbereitung und so weiter. Das heißt, ihr könnt eure Wünsche an uns herantragen. Wir werden versuchen, so gut wie möglich eure Fragen zu beantworten. Mein Hauptziel ist, so viele wie möglich für den Fitnesssport zu begeistern. Nicht nur Fitness, das heißt, es kann ja auch mehr sein, aber in erster Linie einmal mit dem Training zu beginnen und auf die Figur achten, die Ernährung achten und dann stellt sich auch der Erfolg ein. Wichtig ist es einmal, es ist wurscht, welches Alter, ob ich erst dann 30 bin oder 60 bin, einmal mit dem Training zu beginnen. Man muss natürlich vorsichtig sein, je älter das man wird, die Verletzungsgefahr ist im Alter dementsprechend größer. Aber ihr könnt sich die wichtigen Tipps bei uns holen und wir werden schauen, dass wir so gut wie möglich euch weiterhelfen. Unsererseits ist geplant, dass wir 2020 einmal einen Besuch im Dust Gym, um die neuen Geräte zu testen. Und in zweiter Linie wollen wir dann in April auf die FIBO, für 2 Tage, und dort einige Termine wahrnehmen und wieder bekannte Athleten zu treffen und sich auszutauschen. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man dann wieder neue Motivation hat fürs Training. Und in weiterer Folge dann wollen wir dann schauen, im neuen Jahr, dass wir selbst gut dranbleiben, brav trainieren. Und das wünsche ich auch von euch. Das heißt, ihr wollt auch brav trainieren, ihr kriegt von uns die Informationen, soweit es geht, soweit wir euch weiterhelfen können. Aber bitte schreibt es an uns oder tragt es eure Bitten an uns heran und wir werden schauen, dass wir so gut wie möglich antworten können. Weiter zu meiner Person. Das heißt, ihr habt es ja gesehen, ich habe die 60 Klimmzüge leider nicht geschafft, war nur 59, aber wir versuchen, ich trainiere. Ganz sicher, ich verspreche das, dass ich dann bei meinem 78. Geburtstag die 60 schaffen kann. Vielleicht auch mehr, wir werden mal sehen. Der Michi und ich wünschen euch für 2020 viel Erfolg, Gesundheit und wir freuen uns schon, mit euch gemeinsam durchstarten zu können.